Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und sprüße euch herzlich zu einem zweiten Bücher-billiger.de Unboxing. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Glücksspiel und ich weiß, kam nicht eigentlich erst Anfang dieser Woche oder letzte Woche, je nachdem wann dieses Video online geht, ein Unboxing? Ja, und ich habe am selben Abend nochmal reingeguckt und gesehen, die haben ja nochmal ein paar neue Sachen bekommen und dementsprechend hat meine Glücksspielsucht reingekickt und ich habe mal wieder bestellt. Für die Leute, die halt nicht wissen, was Bücher-billiger.de ist, es ist im Wesentlichen ein Online-Shop, der Mängelexemplare anbietet, sprich Bücher, die beschädigt sind. Dabei wird dir allerdings nicht gesagt, wie beschädigt. Dementsprechend kannst du halt total Glück haben und sogar noch eigentlich eingeschweißt Bände bekommen. Gleichzeitig kannst du aber eben auch richtig Pech haben. Diesmal sind hier nicht so hochwertige Ausgaben dabei wie letztes Mal mit zwei MPD Psycho-Bänden. Ja, auch sonst, man darf mit mir kein Glücksspiel spielen. Ich bin da zu leicht süchtig. Und ja, verdächtigerweise ist es bei Mängelexemplaren zu 99,999% Carlsen, wo man mir halt gesagt hat, also unter anderem damit begründet hat, ja, Carlsen produziert ja auch mehr. Ja, aber nicht so viel mehr, dass gefühlt nur die Mängelexemplare produzieren. Ich sehe gefühlt vielleicht mal alle Jubeljahre ein Mängelexemplar von zum Beispiel einem Eggman Verlag oder von Manga Code und die direkt so, ja, hier eine ganze Charge. Das ist ein bisschen verdächtig. Diesmal ist es so verpackt, was mir nicht gefällt, weil ihr hört's, die sind nicht komplett drin. Also, da waren sie letztes Mal besser verpackt. Und zunächst fangen wir mit dem an, mit etwas an, mal wieder für meine Freundin, denn ich hatte ja letztes Mal diesen Comic für sie und das hat sie ihr dann halt erzählt und anderem von auch den anderen Prämien und da meinte sie dann, Otto, ja was, warum hast du nicht die Lichterkette genommen? Also, hier mein Schatz, die Lichterkette, denn ja, bei Bestellungen gibt es dort halt Prämien. Wow, Lichterkette. Und der Comic, by the way, gibt es als Prämie bei einer Bestellung von 100 €, was natürlich eine Ansage ist. Ah ne, warte, hier ist ja doch noch ein hochwertiges Exemplar bei. Oh, stimmt, ich bin wahnsinnig geworden. Dann haben wir als erstes mal hier wieder ein Vampire Knight Nummer 4. Wo ich sagen muss, auf den ersten Blick, nicht mich fokussieren. Ja, sehe ich hier jetzt keine Mängel. Okay, hier oben vielleicht marginal ab. Nutzt, aber es ist für mich kein Grund, warum das Ding nur 6 oder 7 € gekostet hat, statt der eigentlichen 11. Aber gut. Dann ein weiterer Tokyo Revengers Band, und zwar Nummer 6. Auch hier. Ja. Sehe ich jetzt weniger, was da genutzt sein soll? Ich beschwere mich nicht, um Gottes Willen. Ich freue mich, wenn ich im Glücksspiel Glück habe. Dann My Hero Academia, also Vigilante My Hero Academia Illegals Nummer 13. Auch hier kein wirklich nennenswerten Schaden. Fehlen jetzt nur noch 2 Bände davon, dann habe ich die Reihe fertig. Vielleicht hole ich mir die einfach so neu. Und dann noch Vampire Knight Nummer 2. Auch hier. Klar, ein, zwei leichte Stoßkanten, aber ich sehe da jetzt nicht den Grund für, warum das so günstig ist. Fun Fact, Vampire Knight endet jetzt im Ende Januar, Anfang Februar. Das wusste ich für ganz umaßen gar nicht, als ich das bestellt habe. Und mir nur gedacht, oh gut, dass ich es bestellt habe, weil die Reihe will ich ja natürlich reviewen. Dann, ah ja, hier ist es jetzt schon ein bisschen, ja doch, das ist das, was man sich unter einem Mängelexemplar vorstellt. Und zwar Time Paradox Ghostwriter Nummer 2. Damit habe ich die beiden Bände komplett. Aber wenn ihr hier seht, da unten, das ist schon eher ein Schaden. Wo fokussiert es gerade hin? Hä? Was fokussiert? Hat das Ding jetzt gerade meine Finger fokussiert? Ich glaube ja, oder? Da. Und auch hier hinten ist es dreckig ein bisschen. Bisschen abgenutzt, auch hier unten. Das stelle ich wieder unter eine Menge Exemplar vor. Aber es ist nicht so schlimm wie letztes Mal. Carol und Tuesday, oder wie das Ding hieß. Dann ein Naturpapierband. Und zwar Ran und die graue Welt.
Die Reihe ist ja schon vor längerer Zeit geendet mit dem 7. Band. Muss ich also mal fertig kaufen. Hier ist das Dreck. Das könnte hinten ein bisschen Dreck sein. Ansonsten auch vom Buchrücken her. Nicht mich fokussieren. Sehe ich da jetzt weniger einen Schaden. Also auch hier. Auf jeden Fall ein Hit. Dann haben wir Belle und das Biest Nummer 4. Damit habe ich die Reihe komplett. Und auch hier mal wieder keine größeren Schäden. Gut, wir sind also heute besonders lucky. Dann das andere hochwertige Ding, und zwar Dragonhead Nummer 2. Hier ist da oben ein kleinerer Schaden, wenn man es sieht. Also etwas größeren, aber nicht komplett schlimm. So sieht es unten drunter aus. Auch die Reihe endet ja jetzt Ende Januar, Anfang Dezember. Und das ist ein Zustand, da sage ich, hey, ich habe 12 Euro statt 20 Euro bezahlt. Dann nehme ich diese 8 Euro Ersparnis bei dem Ding. Gerne. Dann war ich hier gerade kurz verwundert, was zum Kuckuck ist das hier, bitteschön? Oh Gott, wie alt ist das? Ach du Scheiße, wie alt ist das, bitteschön? Und zwar vom Henschel Verlag, Garnet Chu. Warum ich sage, oh mein Gott, wie alt ist das? Schaut aufs Datum! Hier wird von einer Convention eine Ausstellung geworden. Nee, Ausstellung ist es. Oder so. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Das war 2011 bis. Ja, das ist eine Ausstellung. 2011 bis 2012 in Bonn gewesen. Ach du Scheiße! Das Ding hat halt nur 2 Euro oder 3 Euro gekostet von ursprünglich, ich glaube 25 Euro sollte es kosten. Natürlich steht das hier jetzt nicht. Deutsches Filminstitut, Deutsches Filmmuseum. Also ja, es scheint ein hochwertiger Release sein und ist halt Hardcover. Das ist ordentlich rabattiert und das ist einfach ein Fachbuch über Anime und Manga. Das Manga-Anime-Syndrom so. Und das ist wahrscheinlich der Inbegriff von einem Restposten. Also da ist halt keinerlei Schaden drin. Das Buch ist überraschend hell noch. Also das ist richtig gutes Papier, das muss man sagen. Und weil sonst wäre das Papier nicht noch so weiß nach 10 Jahren. Oh mein Gott, das sieht richtig interessant aus. Hier werden halt wirklich auch alte Sachen noch behandelt. Also ich meine, klar, sowas wie Neon Genesis, ja. Hier werden Cells abgebildet aus der Anime-Produktion. Oh, schade, dass ich damals diese Ausstellung nicht besucht habe. Das hätte ich ja tatsächlich echt gern gemacht. Aber das war, glaube ich, das Jahr, wo ich gerade mal angefangen habe mit Anime und Manga. Hier werden Jumpcover abgebildet, Quellenangaben, hochwertiger Text, richtig, richtig altes Zeug. Oh, da habe ich Bock drauf. Ich liebe ja solche Fachbücher. Und ich bin ehrlich, als ich den Preis gesehen habe, dachte ich zuerst, oh Gott, das wird halt wahrscheinlich ein richtig schlechtes, altes Buch sein. Also alt, noch nicht mal, aber einfach ein sehr fragwürdiges Buch. Und ja, wir haben hier halt zumindest auf den ersten Blick ein paar schöne Sachen drin. Also, wie gesagt, hier auch so ein paar Sachen, die man eher weniger kennt, wie Royal Space Force Wings of Honamese und ähnliches. Das ist cool. Auch vom Layout her ist das richtig cool gemacht. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, echt ein kleiner Schatz für meine Sammlung. Freue ich mich drüber. Aber ja, dann meine kleine Meinung zur Ausbeute von Bücherbeleger. Ich war diesmal richtig lucky. Also halt wirklich Dragonhead, okay. Ein etwas größerer Schaden, aber womit ich leben kann, auf jeden Fall. Vor allem bei 8 Euro Rabatt. Und dann halt, okay, Time Paradox Ghostwriter. Der ist ein bisschen mehr mitgenommen, aber da weine ich jetzt nicht nach. So, allem, ich bin echt zufrieden. Doch. Die anderen Bände sind wie neu. Und haben mir halt wirklich jetzt
geholfen, für zwei Rezensionen einfach ein bisschen mehr Geld zu sparen. Also halt Dragonhead und Vampire Knight. Und so gesehen Time Paradox Ghostwriter, da kommen natürlich auch noch Rezensionen. Würde mich halt noch interessieren, wünscht ihr, wo habe ich jetzt das Buch hin? Ah, hier. Wünscht euch vielleicht hierzu ein Video, dass ich da mal im Detail drauf eingehe. Und ja, das bleibe ich. Vielen Dank fürs Zusehen und